Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem seltenen Video. Und zwar werden wir versuchen, hier auf einer geschmeidigen Curse-Stufe das neue Soulstone Survivor Update zu spielen, welches den Endless-Mode angeblich in den Griff bekommen hat. Wurde wohl alles ein bisschen verändert, soll nicht mehr so lange dauern. Für alle, die nicht dabei waren, auf dem Stream hatten wir irgendwie einen 1 Stunde 20 Minuten ran, wo wir am Ende basically unter 1 FPS hatten. Das soll jetzt nicht mehr so sein und wir schauen einfach mal rein. Wir spielen unseren Chaos-Springer, denke ich. Ja, das macht am meisten Sinn. Und Moment. Ist gerade mitten in der Nacht, deswegen mache ich den Stream nicht an. Ergo mache ich einfach ein Video. Jo, wir nehmen ihn, das ist cool. Die Runen, leider aber noch nicht mehr, aber die beiden sind ganz nice dafür. Und würde sagen, gehen hier in den Endlos-Mode mit 10 Curses. Das hört sich doch ganz spaßig an, sodass wir das auch noch ein bisschen pushen. Der Endless-Mode, soweit wir es verstanden haben, ist immer, wenn man unter 14 Minuten bleibt übrigens. Das heißt, man bleibt unter 14 Minuten und sollte dann auch dementsprechend den Endless-Mode haben. Sodass man dann, nachdem man basically die ersten 5 Bosse besiegt hat, direkt danach halt weitermachen kann. Und das war vor dem Update, welches ja relativ schnell kam. Das Spiel ist ja erst seit ein paar Tagen draußen und jetzt kam schon das große Update dafür. Es war sehr, sehr laggy, so ab Endless-Stufe 4, 5, weil basically hat man immer das Gleiche gemacht. Man wurde immer stärker, die Gegner wurden immer stärker. Man konnte so einen Punkt auf, nennen wir es mal Immortality erreichen. Also wir hätten noch ewig weiterspielen können, glaube ich, aber es ging einfach technisch nicht mehr. Das haben die Devs mitbekommen, haben sehr schnell gefixt. Ich wundere es ein bisschen, dass sie das so schnell gefixt hatten. War wahrscheinlich schon vorher auf der Agenda. Und ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ich mache es als Video, damit ihr es auch sehen könnt. Und gucken, wie weit wir kommen. Wir spielen hier unseren Chaos-Bild wieder. Sah mir relativ stark aus. Der Vorteil beim Chaos-Bild ist, dass man dass wir basically weniger Probleme gegen die Bosse haben, weil Chaos halt gegen die Bosse hart stackt und das schon ganz nice ist. Auch gleich das erste, was wir nehmen können. Ja, das nehmen wir gerne mit. Wir versuchen hier voll auf Chaos zu gehen, hoffen, dass wir die Chaos-Builds gescheit nach oben zimmern. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut, by the way. Ich sehe, der ist relativ laut. Macht ihn mal lieber leiser, bevor ihr euch später beschwert. So, das sieht schon besser aus. Hoffe ich. Wir haben sehr geringe Grafikqualität trotzdem. Man sieht die Effekte also nicht ganz so krass. Ich nehme an, das ist immer noch nötig. Und wie ihr seht, haben wir eingestellt, dass wir die Skill-Ups automatisch manuell machen. Das hat einfach den Vorteil, dass man nicht ganz so oft klicken muss. Man kann sich dann immer mal 2, 3 ansparen. Und ja, kann die dann alle auf einmal machen, einfach damit der Run sozusagen kürzer dauert. Man sieht hier zum Beispiel die Elite-Gegner. Sobald die dann genug Stacks haben, irgendwann von Chaos, sterben die sehr schnell am Anfang. Der initielle Burst ist halt relativ gering. Das ist halt einfach so basically der Spaß am Chaos. Gegen Bosse später ist das halt wirklich insane. Gucken wir mal, wie gut es läuft. So, Chaos Golem könnte man mitnehmen. Ich fand die immer ein bisschen nutzlos. Auf der anderen Seite könnten sie hier vielleicht ganz gut tanken jetzt, weil es ja doch schwerer werden soll. Ich glaube, ich entscheide mich trotzdem dagegen. Gucken wir uns lieber was anderes an. Wir würden gerne bessere Chaos-Sachen haben. Chaos-Bob ist super gut, die hatten wir letztes Mal auch, die ist mega. Trifft halt irgendwann den ganzen Bildschirm, wenn man hoch genug ist. Magnetic sollte man immer schön mitnehmen, dass man auch weiter levelt. Gerade am Anfang, aber eigentlich immer im Endless-Mode, wenn man es wirklich darauf anlegt, in Endless zu gehen. Generell für alle, die Soulstone Survivors noch gar nicht gesehen haben, ist natürlich ein Spiel wie Vampire Survivors, nur mit einigen durchaus wichtigen, also so wie Vampire Survivors oder Potato, aber hat halt seinen ganz anderen Touch. Man hat Runen, die man vorher einstellt, man hat natürlich die verschiedenen Charaktere, zusätzlich hat man diese Dashes, die man auch mit Skills noch weiter erhöhen kann und man hat halt das Aim von den Skills, ne? Also wo die Maus ist, da kann man sein Fadenkreuz auch selbst anpassen, da ist dann sozusagen da gehen halt die Skills hin, die geaimt werden.
Ich glaube nicht, dass wir das Chaos-Totem wirklich wollen. Dafür bräuchten wir dann mehr Summons und Co. Ich denke, wir gehen auf den Chaos-Ball, sind sehr happy damit. Nehmen wir jetzt den legendären Multicast auf die Chaos-Missiles, das ist super cool. Multicast ist immer super cool. Können nicht mehr banishen, aber können noch rerollen. Ich will weiterhin den Chaos-Golem nicht haben. Die Frage ist, ob wir Smite haben wollen als kleinen Heal oder die Flamewave als AOE. Stun, das hat sich ganz gut bewährt eigentlich. Ja, ich denke, die Flamewave nehmen wir mit. Das ist in der Regel immer ganz cool. Weil man hat einfach einen AOE-Stun um sich rum und wenn später die Area größer ist, dann werden halt all diese normalen Mobs alle permagestunt. Was eine ganz nette Angelegenheit ist, overall. Und das geht halt immer um einen herum. Am Anfang ist es noch ein relativ großer Cooldown. Später kann man aber theoretisch, der Stun ist 2 Sekunden, unter die eigentliche Zeit des Cooldowns kommen. Das heißt, man stunt länger, als bis es wieder gecastet wird, oder es sind alle normalen Units nicht mehr in der Lage anzugreifen, was eine ganz coole Angelegenheit ist. Erster Boss ist da. Jetzt sind wir, by the way, erst in einem ganz normalen Curse 10 Run, ne? Weil wir ja noch nicht einmal durch sind. Sobald wir dann diesen normalen 10er Curse Run durch haben, würden danach halt der Endlos-Mode kommen und der würde das Ganze dann schwerer machen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ziehen über. Kristalle einzusammeln ist ganz cool, dann wird nämlich alles auf der Map, was noch da ist, eingesammelt. Vielleicht auch noch zur Info. Wir bräuchten jetzt noch eine gute Chaos-Sache. Wir könnten auch Arcane Power nehmen. Wir haben noch keinen Buff. Arcane Power ist ganz cool eigentlich. Ja, ich glaube, wir leben erstmal damit. Nehmen hier. Ja, Multicast ist zu gut. Okay, jetzt ist Hypothermia zu gut. Und wechseln das vielleicht später nochmal aus, aber eher unwahrscheinlich. Und Speed ein bisschen runternehmen geht klar aktuell. Start hier sollte jetzt kein Problem sein, generell, der gesamte Run. Von daher, wenn euch das nicht juckt, das ist basically nur ein bisschen Krein, die hier. Ich bin fast sicher, dass mir hier nichts schief gehen wird. Könnt ihr einfach auch 10 Minuten vorspulen oder so. Plattlast ist besser, weil ich sie besser skillen kann. Nehmen wir also mit statt dem anderen Buff, ne, weil sie auch mit Chaos harmoniert, sodass wir, wenn wir Chaos AOE-Upgrade-Sachen haben, da haben wir dann einfach mehr Freude mit. Ich nehme noch ein bisschen Movement Speed mit. Rea Modifier für die Flamewave ist natürlich genau das, was wir wollen, weil sie basically nicht unser Damage Tool ist, sondern rein unser Control Tool gegen die normalen Mobs. Das heißt, alles, was Area erhöht von der Flamewave, als auch Cooldown erhöht, ist sehr, sehr gut für uns. Ja, jetzt Multicast auf die Caldera Wave, definitiv. Was ist das? Lass mal den Burn mitnehmen. Hat den Vorteil, wenn man so Sachen nimmt, diese ganzen Debuffs, die ja basically random mit dem Chaos draufkommen auf die Gegner, wenn man die einzeln noch dazu mitnimmt, stacken die höher. Die gehen immer bis 1000 nur, zumindest glauben wir das. Vielleicht werden auch nur maximal 1000 angezeigt, aber ich bin fast sicher, dass nur 1000 gehen. Wenn man schneller hochstackt, werden die anderen Sachen dementsprechend natürlich schneller fertig. So zumindest die Theorie, ob das wirklich so ist. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die Theorie sagt das. Armor Power nehmen wir hier mit, weil es blue ist. Das ist einfach gut. Das ist ganz okay. Trifft 3 Skills. Wenn man drüber hovert, sieht man das immer. Damage Modifier für 3 Skills ist mega natürlich. Das hier könnten wir noch einmal mitnehmen, theoretisch. Und dann können wir uns die ersten HP hier mit Behemoth. Schon ein bisschen Tankiness dabei. Damage sollte eh Single Target immer gut genug sein und auf Dauer hoffen wir mal, dass die Flamewave die ganzen Kleinen in den Griff bekommen kann. Muss halt wie gesagt dementsprechend low werden, da die Flamewave selbst nicht als Chaos getriggert ist. Bisschen problematischer, die zu skillen, weil die nicht durch, sag ich mal, Level-Ups, die mehrere Sachen buffen, in der Regel geboostet wird, weil sich die halt eigentlich mit den anderen 5 Skills beißt. Ja, trotzdem sehr zufrieden damit. Das Blaue, was ihr hier seht, immer, das ist die Chaosbomb. Die wird auf Dauer viel, viel größer werden. Aktuell ist die noch sehr, sehr klein und überschaubar. Und die Level-Ups noch kurz nehmen, während wir den Boss fighten.
Super schön, das betrifft einfach alle. Auch sehr gut. Man sieht hier, ne, der Damage am Anfang auf dem Boss ist sehr, sehr gering. Aber sobald die Sachen jetzt hochgestackt sind und immer weiter hochstacken, umso crazier wird das dann natürlich und dann fällt er relativ schnell. Das werdet ihr später dann noch besser in Action sehen, hoffe ich. Oh nein, das wollte ich nicht. Bitte nicht. Das nehmen wir mit hier. Block Power nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Operation. Ich denke, wir können das nochmal machen aktuell. Aber danach ist auch Ende. Ich glaube, wir sollten jetzt schon. Der Rest sollte dann eher mit Multi-Damage und Co. scalen. Poison und Co. kommt halt alles drauf durch das Chaos-Stuff. Man sieht hier auf den Elites auch die Buffs. Ne? Die gehen sehr schnell nach oben und dann. Sobald genug drauf ist, sind die dann auch alle sehr, sehr schnell tot. Es sind halt ganz viele verschiedene Sachen. Man macht dann mehr Damage drauf, sie brennen, sie sind vergiftet, kriegen dafür Damage over time, man hat höhere Crit-Chance gegen sie. Es gibt ganz, ganz viele Debuffs in dem Spiel, die da halt alle durch Chaos random draufgezimmert werden. Das Blaue hier, das ist die Chaos-Bomb. Die sollten wir auf Dauer, wenn es geht, über den gesamten Bildschirm haben. Das ist zumindest der Plan. Dafür brauchen wir halt Range Modifier davon, sodass sie einfach mehr treffen. Das war die Flame Wave, die ihr da gesehen habt. Alles ist ein bisschen wenig sichtbar. Es liegt einfach daran, dass wir die Effekte sehr transparent eingestellt haben, damit man halt was von den Gegnern sieht. Weil ansonsten ist das ein bisschen overwhelming. Nochmal das mitnehmen. Ja, komm, einmal geht noch. Ist schon okay. So. Oben rechts seht ihr immer, wann der nächste Boss kommt. In dem Fall noch 150 Gegner aktuell. Dauert also nicht mehr ganz so lange. Dass wir langsam mal einen richtig schönen Chaos-Upgrade kriegen mit den Level-Ups. Halt verschiedene Upgrades, die zum Beispiel den Damage von allen Chaos-Skills buffen, was natürlich super ist. Wir hatten das gleiche eben ja schon mal mit Frontal, aber Frontal sind halt nur drei unserer Skills, währenddessen Chaos fünf unserer Skills sind, was natürlich ziemlich nice wäre. Das heißt, ein legendäres Upgrade auf Chaos würde uns halt wirklich extrem schnell, extrem hoch boosten. Da ist der Boss auch schon. Auch hier wieder am Anfang sehr wenig Damage, aber ihr seht ja die Debuff-Leiste unter dem Boss. Die geht dann rucki-zucki nach oben und sobald genug drauf ist, stirbt er dann auch relativ schnell. Ist aktuell alles noch ein bisschen überschaubar. Später wird das dann noch viel, viel besser. Dann sind die wirklich so schnell hochgestackt, die innerhalb von wenigen Sekunden einfach komplett dahin gerafft werden. So. Damage Modifier von der Flame Wave zum Beispiel sieht gut aus. Wollen wir aber nicht, weil die Flame Wave anyway kein Damage macht. Das heißt, hier gehen wir lieber auf die Frugality. Hier nehmen wir gerne ein bisschen HP mit. Duration von der Bloodlust können wir aktuell noch gebrauchen. Ganz später könnte sich das rächen, aber ist okay, wenn man einfach drüber ist sozusagen. Movement Speed haben wir schon relativ viel. Da gehen wir dann doch lieber auf was auch immer ich sonst genommen habe. Ich hab's vergessen. Wird schon richtig gewesen sein. Diese kleinen Sachen hier, diese Minen, die man da. Also Minengebiete sozusagen, wo man einfach. Das Mine ist irgendwie falsch. Wo man minen kann. Das sind einfach nur Ressourcen, die man dann am Ende des Runs kriegt. Damit kann man zum Beispiel neue Waffen und Co. freischalten für einige Charaktere. Gibt es allerdings aktuell aber nur sehr wenig von. Von daher ist das ziemlich schnell fertig gemacht eigentlich. Und dieses grüne Ding, das ist Heal. Wenn man also Heal braucht und die kaputt macht, kriegt man einen gewissen HP-Boost dadurch, sofern man noch plus HP bekommen kann, weil die Heilung wird mit jedem Endless und mit den Curses und Co. immer weiter reduziert, bis sie irgendwann auf Null ist. Deswegen haben wir uns auch gegen Smite entschieden, weil dann, wenn es relevant ist, wird Smite nicht mehr da sein. Oder wird Smite nicht mehr heilen und dann hat Smite natürlich keine Value. Smite ist generell aber für normale Runs sehr, sehr cool. Jedes einzelne Smite sind 5 Heal, wenn man drin steht, mit genügend Multicast und Co. kann man da wirklich extrem viel gegenheilen. Sowas hier meinte ich. Bringt halt nur für Endless und hohe Curse-Stufen nichts, nicht mehr viel, weil man da einfach
Das hätten wir vielleicht eher nehmen sollen, ne? Aber es ist schwer jetzt noch auszutauschen. Wir sind zwar noch nicht so hoch geboostet, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Setup, was wir haben. Das Decken beginnt. Gerade in seinem Cast, das wird ewig dauern. Ist gut. Ja, der ist ja zusätzlich gerade noch eine Elite-Gruppe gespawnt. Die muss erstmal weg, damit wir hier gescheit Damage machen können. Aber jetzt sind die weg. Die Stacks sind drauf. Dann ist der vierte down. Unter 14 Minuten sollte kein Problem sein, soweit, würde man meinen. Um den Endlos-Mode überhaupt freizuschalten für den Run. Wir haben jetzt ja noch 3,5 Minuten dafür, das sollte gar kein Problem werden. Dann nehmen das halt auch noch mit, was soll's. Und das ist wieder Multicast hier auf Frontal, also auf 3 Abilities gleichzeitig, was halt super gut ist. Und wir suchen das natürlich hauptsächlich als Chaos, weil das wirklich groß die Sachen ändert. Also da kriegt man dann wirklich richtig krasse Powerboosts, wenn basically jeder einzelne relevante Skill geboostet wird. Das ist schon ganz nice. Ansonsten sind wir sehr darauf aus, die generelle Cast-Zeit zu verringern. Und Multicasts sind halt immer super sick, egal wie. Aber die Cast-Zeit verringern einfach dafür, dass wir auf Dauer die Flamewave dann mit Permas dann haben, wie anfangs erwähnt. Das wäre schon sehr, sehr schön für uns. Ihr seht, können wir da relativ gut drin rumlaufen. Verlieren nicht ganz so viel HP, wenn wir gescheit durchstechen und den generellen roten Indikatoren dodgen. So geht der Speed ein bisschen nach oben. Brauchen jetzt noch 230 Mobs ungefähr. Dann kommt schon der Endboss und dann sollten wir in Endless 1 dürfen. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen vor den Wares hier, ne? Die wirklich eine HP-Bar haben. Die anderen haben wir ausgestellt. Die sind doch sehr gefährlich teilweise. Wenn man da nicht aufpasst und in mehrere Sachen reinläuft, nicht gut. Und wie man sieht, die casten relativ viel. Wir sind leider immer noch nicht an einem Punkt, wo wir die relativ schnell töten können. Die müssen halt immer noch sehr hoch stacken. Aber wir hoffen, dass das bald in die richtige Richtung geht. Bisschen mehr initialer Damage wäre ganz cool. Hier nehmen wir ein bisschen Defense mit. Hier Rear Modifier erhöhen. Hier Multicast definitiv. Was könnte man auch rerollen, die drei weißen? Wir haben immer noch ein paar Rerolls übrig. Könnten wir später nutzen. Wenn wir wirklich sehr schlechte Rolls haben und was Besseres haben möchten. Noch ist ja ein bisschen was da. Ist der Boss? Ist der Poison Boss, oder? Der noch fehlt. Ah, ne, ist der Freeze. Okay. Hier wieder noch die Elite-Gruppe, die muss dann nebenbei weg. Stacks sind schön drauf. Sehen, wie es aussieht. Wir haben auch 2 Extra-Leben übrigens über unseren normalen Skill-Tree. Das haben wir natürlich. Das heißt, wir können uns auch zweimal erlauben zu sterben. So, jetzt haben wir die Wahl. 12 Minuten 49 war gar nicht so schlechte Zeit eigentlich. Ob wir hier aufhören oder in den Endless-Mode gehen. Und wir gehen natürlich in den Endless-Mode. Der erste Endless-Mode addet jetzt wie folgt. Ja, kann man kurz drauf gucken. Ah ne, kann man nicht. Muss ich erst auf Pause gehen. 100% mehr Health, 100 Armor, mehr Body Mass, Enemy Damage. Extra Lords of the Void 5%. Das bedeutet mehr von den Bossen. Wobei 5% hört sich ein bisschen komisch an, wenn es nur 5 Bosse gibt. Weiß nicht genau, wie sie das machen wollen. Vielleicht ist es eine Chance, das extra. Das ist jetzt neu zum Beispiel. Das war in dem alten Modus noch nicht so. Ja, da weiß ich noch nicht genau Bescheid, wie sie das machen wollen. Werden wir alles erleben. Wir schauen mal. Jeden Fall viel, viel mehr Mobs hier für die Wave 1. Das ist ziemlich krass. Das ist viel, viel mehr, als es sonst war. Ansonsten war die Wave einfach gleich, aber hier sind wirklich viel, viel mehr Mobs. Steht da wirklich mehr Mobs dabei? Nee, steht nicht dabei, ne? Man braucht weniger Mobs insgesamt. Die sind Slow Immun, wie es dabei steht. Oder Slow Immuner, was auch immer das bedeutet. Hier könnten wir einmal rerollen, das ist echt schlecht. Ray of Effect.
Dings nehmen. Man sieht hier schon damage-technisch dafür, dass das normale normale Mobs sind, gar nicht so einfach. Das ist also wirklich stark geändert worden. Der Endless-Mod sieht jetzt wirklich ein bisschen challenger, challenginger aus. Challengender. Jetzt haben wir's. Es ist spät. So. Achso, da steht ja jetzt Eliminate Lord of the Voids 0 von 10. Das heißt, wir haben also Doppelspawns jetzt. Jetzt kommen immer zwei Lord of the Voids gleichzeitig. Ich weiß nicht genau, wie das 5% mehr sein sollen, wieder nach Anzeige, aber nun gut. Ist natürlich auch ganz cool, die droppen dann auch zweifache Kristalle, die man ja immer noch für ein Skilltree ab und an braucht. Also ich brauche noch ein paar. Kann man auch mitleben. Ist aber natürlich deutlich schwerer, wenn es dann irgendwann 6, 7 oder so gleichzeitig werden. Außerdem, wenn man nicht in Time die tötet, können auch schon die nächste Wave der Lords spawnen. Was dann nochmal ein bisschen crazier ist. Kriegt deutlich weniger XP als zuvor. Das ist auch definitiv der Fall. Normalerweise hatte man hier nach dem Start des Endless-Moduses ganz, ganz viele Instant-Level-Ups, weil irgend so ein XP-Multiplier irgendwie reinging. Da hat man wirklich 30, 40, 50 Level innerhalb von ein paar Sekunden gemacht, fast schon. Das ist hier alles nicht der Fall und die Dinger sterben durchaus langsam. Wir haben hier zwei Bosse, den Plaguebearer und den Chaosbringer. Oh, haben gute Amount of HP, definitiv. Sieht auch interessant aus hier. Wirklich schnell die Stacks draufbringen. Oh, die sind schon nett tanky. Gefühlt sind wir auch nicht so stark. Wir haben keine, wie gesagt, ganz guten Upgrades bekommen, gefühlt. Die Stacks sind auch einfach noch nicht so schnell drauf gefüllt, wie sie sein müssten vielleicht. Na, wenn man sich die Stacks anguckt, die sind nicht ansatzweise auf den 1000. Wir können da also rück noch mehr Sachen mitnehmen, die wir gesehen haben. Das ist nicht mehr so wie früher. Mann, dauert das lange, ey. Nicht so angenehm, muss ich sagen. Ist auch nicht der gute, ist auch nicht so wirklich der richtig krasse Damage, ne? Blackbearer ist noch da. Der hat immerhin auch ein bisschen mitgefressen im AOE. Wir wenig gezielt gefokust hatten. Vielleicht ist die Wave ein bisschen schlecht. Wir hätten doch lieber die anderen Chaos-Missile nehmen sollen wahrscheinlich. Die Wave macht nicht den besten Eindruck, weil ich teilweise beim Wegrennen einfach nicht in Range bin und dann trifft sie. Also die Flame Wave ist super, ich meine die hier. Die Chaos Wave. Naja gut, sobald der Modifier davon groß wird, wird es vielleicht besser. Wo ist diese Chain-Sache? Die habe ich echt nicht mitgenommen diesmal, oder? So, nochmal gucken gleich. So, Bosse sind tot. Katschnapp. Ihr Level, die sollten wir uns mal kurz gönnen. Fire Shield haben wir kein Interesse dran. Das hier ist okay, wir haben immer noch genug Attack Speed. Bisschen Tankiness mitnehmen, geht klar. Die Frequency, da haben wir immer noch, das ist immer noch absolut fein. Die ist noch lange nicht am Max. Und hier Cast Frequency, das ist zum Beispiel für alles. Allerdings ist das hier für alle Chaos-Sachen. Ich glaube, wir nehmen trotzdem die Cast Frequency hier. Ja, nur Damage erhöhen. Cast Frequency ist so wichtig, das geht klar. Bosse kommen auch relativ schnell wieder, ne? Brauchen noch 200 Mobs tot nur. Dann kommen schon wieder die Bosse. Fühlt sich auf jeden Fall gleich auf den ersten Blick deutlich besser an. Was Sachen, also wie sich's anfühlt in Sachen, ist es durchdacht oder nicht. Weil der Endless-Mod vorher war schon ziemlich dämlich. Also gefühlt hatte man da wirklich einen Punkt auf No Return erreichen können. Man konnte. Also, wo man eigentlich nicht mehr sterben kann und wo man basically keine Probleme mehr hat. Diesen Punkt hatten wir schon gefühlt. Und das einzige Problem, warum man nicht weitermachen konnte, war erstens, weil es scheiße langweilig war an dem Punkt. Und zweitens, weil die Hardware einfach nicht mehr mitgemacht hat. Also, es einfach zu viele Effekte waren und man einfach gar keine FPS mehr gesehen. Also, hatten wir dann dauerhaft unter 10 FPS irgendwann, obwohl alles auf Minimum war. Wir haben auch gar keine Effekte mehr gesehen, aber die waren halt trotzdem da. Das hier ist dann schon deutlich besser in der Hinsicht. Langsam werden wir ein bisschen langsam. Müssen mal gucken, ob sich das so weiter lohnt. Aber hat natürlich genug Vorteile auch. 130 Mobs.
alles ganz gut möglich aus. Aber es fühlt sich nicht nach dem allerbesten daran angefühlt. Ja, lass den Damage nochmal reducen. Das nehmen wir gerne mit. Wir haben ja gerade gesehen, dass wir davon noch viel brauchen. Und wir nehmen nochmal Multicasts hier mit. Wobei man, wie gesagt, die drei Weißen auch rerollen sollte, wahrscheinlich, solange wir noch welche haben. Auf der anderen Seite kann man mit Multicast eigentlich immer relativ happy sein. Es geht auch nicht nur bei Multicast um einen Multicast, es können auch viele Multicasts sein, sozusagen. Also, das ist eine scalende Sache, die immer weiter scaled. Nicht so, dass man 100% Multicast hat und dann skillt, oder dann schießt jeder Skill zweimal, sondern der kann halt auch mit 30% schon viermal schießen, wenn er irgendwie viermal richtig rollt. Wie genau das berechnet wird, keine Ahnung, aber ist jedenfalls so. Ist immer noch relativ lowes Stacking von den Dots. Man sieht das leider. Da muss ein bisschen mehr gehen auf Dauer. Die haben jetzt schon sehr viel HP, 2 Millionen. Und mit den paar Debuffs da drauf ist nicht die Welt. Das dauert ewig. Ja, ewig ist relativ, ne? Jetzt hat er relativ viel drauf. Er ist auch alleine im Fokus. Was ganz cool ist. Man sieht, die HP schmelzen schon, aber halt nicht ganz so, wie man es haben will. Noch ein bisschen zulegen. Jetzt die Deathclaw irgendwas besser macht, to be honest. Das hier rerollen. Das gerollt. Ja, nochmal Crit Damage erhöhen, ist okay. Und Damage Modifier auf einen Skill immerhin. Besser als nix. Erster tot. Jetzt den anderen vollstacken, der hat schon ein paar abbekommen. Da kam ich nicht raus, wurde kurz weggeblockt. Die ganzen roten Mobs, die hier auf dem Boden rumliegen teilweise, das sind alles gestunte von der Flame Wave. Ja, wenn sie so rot auf dem Boden rumliegen, dann leben die noch, aber sind 2 Sekunden gestunt. Deswegen ist es wichtig, dass wir halt häufiger die Flame Wave casten. Also in unter 2 Sekunden auf Dauer, sodass diese normalen Mobs für basically immer kein Problem mehr sind, weil wir sie einfach immer stunnen können. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, dass sie auch Slow Immunity und so dazu kriegen, offenbar. Vielleicht kriegen sie auch ein bisschen Diminishing Returns oder so dazu im neuen Endless-Modus. Dann würde das natürlich nicht mehr ganz so leicht gehen. Aber sofern sie einfach einmal am Anfang gestunt werden, reicht's auch schon. Wenn die normalen Mobs möglichst lange gestunt bleiben, ist es umso besser natürlich so. Der Boss ist auch hinüber. Das ist gut. Wenig HP verloren, bis also gar keine hier. Level-Ups, die sollten wir uns kurz gönnen. Gucken. Wir haben 30% Crit bisher erst. Das hier hört sich also gar nicht so schlecht an. Das hier ist aber eigentlich viel cooler. Ja, lass das mir nehmen. Wir hoffen, dass wir später noch auf gescheiten Crit kommen. Das ist das, was wir eigentlich dabei haben sollten. Jetzt sind die Sachen aber schon vergleichsweise hoch. Aber ich habe das Gefühl, dass die Wave vielleicht nicht den Job macht, den wir wollen. Missiles bleiben auf jeden Fall. Chaos Bomb bleibt auch, der Chaos Bolt sollte auch bleiben. Das Ding ist, ich. Ist schwer. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen es eigentlich nicht. Sobald wir genug Range haben, macht das eigentlich wahrscheinlich sogar einen besseren Job, ne? Cooldown ist gleich. Ne, lass gut sein, komm. Multicast-Chance von Chaos Bomb ist mega, nehmen wir gerne mit. Das noch mitnehmen und das nehmen wir auch mit, um schneller zu stacken. Und das nehmen wir super gerne mit, weil Range ist alles für uns. Alleine schon, wenn wir, wie gesagt, die Chaos-Wave halten und die Flame-Wave, umso mehr Range, umso besser, dass einfach die ganze Map gleichzeitig getroffen wird. Ihr seht, die Chaos-Bomb wird langsam größer. Da sieht man es halt am besten an diesem blauen Ring, wie sich so der generelle Radius entwickelt. Und das betrifft halt alle Skills, also vor allem auch die Flame und die Chaos-Wave, die wir dabei haben, die natürlich viel größer Impact haben sollen, damit wir halt von weiterer, saferer Distanz kiten können, sozusagen. Noch ein paar mehr Stacks draufgeben.
dauert aber schon relativ lange. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir in, ich weiß nicht, ob man ins nächste Endless darf, wenn man hier zu langsam ist, weil wir sind schon relativ langsam, ne? Wir sind jetzt schon 9 Minuten dabei und haben nicht sehr viel gemacht. Liegt daran, dass unser genereller Unit-Kill-Speed, glaube ich, nicht so gut ist. Der Boss-Kill-Speed ist auch noch absolut nicht da, wo er sein soll. Dass sich das gescheit entwickelt gleich. Touch of Ice nehmen wir mit, dann kriegen wir damit wenigstens die Slows drauf relativ schnell. 3 Millionen jetzt, das ist schon eine Menge. Durch Bosse kann man übrigens nicht durch. Also durch nichts kann man durch, aber die normalen Minions, da merkt man es nicht so, weil die eigentlich in der Regel so schnell sterben. Also es ist wirklich eine Box, wo man halt nicht durch kann, wie eine Wand. Und also mal ein bisschen aufpassen, wenn man kann nicht durch die Gegner dächten, sagen wir es einfach so. Das ist vielleicht am leichtesten verständlich, was ich ausdrücken will. Haben relativ viele Stacks drauf, beide. Boah, aber mein Damage sieht echt nicht gut aus, muss man leider zugestehen. Das ist nicht das, was wir wollen. Mehr Multicasts nehmen wir mit. Damage für das wollen wir nicht, dann nehmen wir die Cast Frequency hier. Oh Gott, hier ist aber viel los. Uiuiui. Der Killspeed lässt zu wünschen übrig, vor allem, weil wir eigentlich ein Bild spielen, wie gesagt, was Bosse ganz gut töten sollte. Das ist aktuell leider nicht mehr der Fall. Mal gucken, ob wir da die Kurve kriegen. Wir brauchen nur ein, zwei richtig gute Level-Ups bald, die wirklich gescheit Chaos boosten. Also schon die nächsten Bosse, ne? Das hat so lange gedauert, basically, die zu töten, dass wir genug Sachen getötet haben währenddessen, um die nächsten Bosse zu rufen. Das wurde halt noch nicht angezeigt. War das natürlich alles andere als ideal, weil dann kann man davon ausgehen, dass das so bleiben wird. Und dann werden wir wahrscheinlich noch die nächsten Bosse während dem Fight gegen die Bosse sehen, weil wir sind hier ja nicht relevant stärker geworden mit dem ein, zwei Level-Ups. Nochmal Area Modifier. Gibt uns mehr Spielraum. Absolut gut. KP-Technik ist alles okay. Es ist, wie gesagt, ein reines Damage-Problem hier gefühlt aktuell. Da müssen wir ein bisschen zulegen und zwar schnell. Ein bisschen viel Defense auch mitgenommen, Early. Schon relativ viel extra Leben mitgenommen. Relativ viel. Wirklich, das ist wirklich sehr relativ. So viel war es eigentlich nicht. Aber ein bisschen Armor-Power, ein bisschen Block-Power haben wir auch dabei. Dem Laser sollte man nicht stehen, der macht ziemlich viel Schaden. Ich wäre das Chaining-Ding be doch besser gewesen, einfach weil es gerade zwischen Bossen hin und her chaint dann auch teilweise und 6, 7, 8 Debuffs drauf gibt, wenn du Glück hast. Man sieht, die die Debuff-Leisten von den Bossen sind einfach nicht so gefüllt, wie ich es gerne wollen würde. Das ist nicht mal dreistellig, die Debuff-Anzahlen, obwohl wir die ganze Zeit draufhauen. Da muss mehr gehen auf Dauer, zwar deutlich. Tot.
Ja, die nächsten Bosse sind nicht sofort gespawnt. Damage ein bisschen besser gewesen hier sogar als vorher. Lass hier nochmal einen Reroll nehmen, weil das einfach echt zu schlecht ist. Damage ist schlecht. Nehmen wir das. Block Power bei 12 müssen wir wohl nochmal nehmen, wenn es sich so anbietet. Ja, die Frage ist, nimmst du das einmal mit? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, komm. So ist wenigstens der erste Hit ganz gut gegen einige der Random Mobs und das kostet uns nur ein einziges Level Up. Wenn wir irgendwann zu viel Crit haben, ist es wahrscheinlich nicht mehr so hilfreich, aber... Okay. Noch ein paar Mobs, dann kommen die beiden Final Bosse. Zeitlich sieht mir das trotzdem ein bisschen schwach aus. Mal gucken, ob wir überhaupt weiter Endless spielen dürfen. Ich weiß nicht, ob der Endless-Modus nur beim ersten Run oder nach jeder Stufe berechnet wird, also ob man da rein darf oder nicht. Aber wenn wir jedes Mal nur 14 Minuten hätten, dann wird das hier ein bisschen schwer. Die Stufe wird hier mehr als... mehr als 14 Minuten gedauert haben. Ein bisschen aggressiver spielen hier. Ist absolut okay, weil wir Full HP und noch die Leben haben. Anyway, im schlimmsten Fall ist also alles gut. Jetzt wird der Damage langsam ein bisschen besser, ne? Diese Chaos-Builds, die skalieren teilweise sehr schnell nach oben, weil jeder ist Upgrade, ne? Was du machst, ist dann halt an einem gewissen Punkt so viele extra Stacks. Also vor allem Cast-Frequency und Multicast, die halt, weil sie halt so miteinander skalieren, mit den ganzen anderen Sachen, ne? Jede Attacke hat halt eine gute Chance, irgendwas draufzugeben, dazu gibt Chaos was drauf und wenn du dann Multicastet und extra schnell castest und so weiter, dann eskaliert das relativ schnell teilweise. Und da haben es jetzt schon gesehen, bei den letzten Bossen ging es ein bisschen besser. So, wir gehen in die nächste Schwierigkeit rein. Gucken uns gleich mal an, was das hier macht. Wir dürfen weiter. So, wir haben jetzt wahrscheinlich drei Lords of the Voids immer dabei. Weniger Healing. Hier haben wir natürlich mit der Curse Intensity auch noch diese Buffs auf die Lords of the Voids drauf. Das darf man nicht vergessen, ne? Da sind noch viele andere Sachen, weil wir haben ja auch die Curses dabei. Okay. Let's go. Nochmal die Duration verlängern. Es hat schon nur noch einen Cooldown von 16,7 zum Beispiel und wir halten 19 Sekunden den Buff oben. Ergo brauchen wir das, denke ich, nicht mehr. Gehen wir mal lieber auf die paar HP. Sollte eigentlich immer an sein, die Bloodlust. Ergo keine Duration Abilities und Co. mehr drauf. Und wenn wir generell Random Chaos buffen zum Beispiel, dann ist das ja eh mit dabei. Da kriegst du also eh noch ein bisschen was drauf auf Dauer. Ja, ist natürlich schade, wenn es dauernd das gibt. Lass den Movement Speed hier nochmal mitnehmen, das ist okay. Den kannst du halt später mit Plus Damage sozusagen wieder verrechnen. Da gibt es halt diese eine Perk, die minus Movement Speed und plus Damage gibt. Das kannst du halt dir erlauben, wenn du genug Movement Speed hast. Von daher ist es so eine Investition in die Zukunft. Die Bosse kommen gleich schon. Das dürften dann drei sein, würde ich schätzen. Leider nicht nennenswert verbessert in der Stage hier bisher. Die Upgrades waren schlecht. Mal gucken, wie gut es läuft. 3 Millionen ist noch im Lot eigentlich. So wie die weniger als die letzten, aber die sind scheiße schnell, by the way. Uiuiui. Ah, vielleicht brauchen wir den Movement Speed doch, Ich glaube nicht, dass es gut für uns wäre, aber man sieht's hier. Guck mal, wie schön schnell der wegfällt langsam, ne? Langsam kommen die Stacks drauf. Da sind die 300er Zahlen, sehe ich hier und da. Langsam kommt das Chaos ans Laufen. Ist doch wunderschön. Weil solange wir die Bosse unter Kontrolle behalten, dann sollte alles gut laufen. Alles gut sein. Attack Speed vom Chaos Bolt nehmen wir gerne mit. Sehr wichtig für uns. Ja, das lief doch hervorragend.
Hübsch, hübsch. Auf Eis nehmen wir oder den Bäumen Venomous, damit das besser hochstackt, das denke ich besser. Und hier wäre Minus Movement Speed für generellen Extra Damage nehmen wir mit. 30% für 15%, wir haben eh einen relativ guten Movement Speed immer noch. Ja, und hier könnte man sie wieder mitnehmen zum Beispiel, ne? Dann hat sie wieder 10% Movement Speed, weil der Roller einfach generell so schlecht ist, dass es egal ist und hat man später mehr Freiheiten. Jede einzelne Endlessstufe, das ist jetzt auch neu, braucht weniger Gegner, bis die Lords spawnen. Das bedeutet, dass jeder Run theoretisch, solange der Damage stimmt, immer kürzer werden sollte. Wobei dann natürlich ein Lord mehr kommt, was dann wiederum länger dauert, aber ganz interessantes Konzept. Hier nehmen wir den Multicast, da sind wir sehr happy mit. Multicast für alle ist mega, weil umso mehr Multicast, umso mehr Chaos, umso mehr Debuffs auf den Sachen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Es wird trotzdem langsamer Zeit für einen richtig schönen Roll. Sowas wie Legendary oder Epic, alle Chaos-Spells, bessere Cast-Frequency oder Multicast. Das wäre halt wirklich sehr wichtig und gut für uns. Damage-Modifier ist zum Beispiel so eine Sache. Ne, nimmst du jetzt auch mit, weil es blau ist und die anderen sind nur grün, aber ist nicht das, was du im eigentlichen Sinne haben willst. Du willst, dadurch, dass unser Damage hauptsächlich durch die Debuffs zustande kommt, möchtest du halt Multicast und Cast-Speed hauptsächlich haben, um möglichst viele Stacks drauf zu kriegen. Damage ist trotzdem auch gut, keine Frage. Aber gerade, wie gesagt, so ein schöner Multicast-Boost oder einen Cast-Frequency-Boost auf alle Chaos-Spells als Legendary zum Beispiel würde halt wirklich unglaublichen Unterschied machen in unserem Damage. Das ist jetzt, das ist das, was wir suchen, aber halt als Damage wieder. Ist natürlich trotzdem mitnehmen, ist super, aber nicht ganz so super wie Multicast oder Cast-Frequency wäre. Damage ist trotzdem gut gegen die Bosse an dem Punkt, gefühlt deutlich besser als letzte Stage noch. Langsam kommt das Chaos ins Laufen. Tankin, das sieht super aus, kriegen kaum Damage. Speed ist gut. Extra Dash wäre auch ganz schön mal. So 2-3 Dashes willst du auf Dauer schon haben eigentlich. Also 2 haben wir, ich meine jetzt 2-3 extra Dashes willst du haben. Kriegst du halt bei ganz normalen Level-Ups teilweise angeboten. Dann hast du halt dauerhaft einen Dash mehr, was einfach so viel mehr Dodge-Potenzial eröffnet. Ich darf nicht so viel reden, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Dann vergesse ich die Worte. So. Hübsch, weg ist weg. 3 Level, kurz mitnehmen. Cast Frequency von Missiles ist super. Das hier ist zum Beispiel geht so geil. Lass lieber Multicast nehmen. Ich glaube wirklich nicht, dass wir den Damage Modifier hier boosten wollen. Auch wenn das eine grün und das andere blau ist. Und hier nehmen wir die Armor Power mit. Ein bisschen tankier werden ist nicht verkehrt. Für später. Und der Rest der Auswahl war überschaubar. Ihr seht, die Chaos-Bombs sind immer noch nicht so richtig groß. Die sollten viel größer sein. Da müssen wir. Also das war früher halt möglich, weil an dem Punkt waren wir, in dem alten System wären wir jetzt schon Level 200 gewesen oder so. Ne? Wir hätten halt schon 100 Level-Ups mehr. Und dann, das ist natürlich jetzt alles anders, was gut ist. Aber gleichzeitig würde ich sie trotzdem ganz gerne ein bisschen größer haben. Cast Frequency, keine Frage, das ist mega. Lass mal Movement Speed mitnehmen, ist okay, gibt uns mehr Optionen. Weil die Gegner ja auch schneller werden, beziehungsweise weniger geslowt werden. Level 100 ist erreicht. Die nächsten Bosse kommen. Der Freeze Boss, ist dem erstmal schön. 7 Millionen, by the way, jetzt. Das ist eine Menge. Aber man sieht, wir machen auch relativ viel Damage, wenn die Stacks drauf sind. Ne? Der eine, der Plague Bearer, hat gleich mal richtig hart verloren. Ein bisschen auf Distanz bleiben, wenn es zu eng wird. Nicht gegrillt werden.
Fast Frequency nochmal hier erhöhen, haben eh ein Level Up übrig, da können wir das auch mitnehmen. So einfach ist das hier nicht. Schießen gerade auf den, der nicht so low ist, die ganze Zeit. Aber jetzt hat er auch Stacks drauf. Gut, der Black Barrier ist tot. Ein bisschen AP verloren, aber nichts Relevantes. Alles gut. Der sollte es auch hinter sich haben. Okay. Aware Modifier Erhöhung ist natürlich auch super, super gut. Aware Modifier für Burst. Ja, nehmen wir mit. Das ist halt für die beiden Waves, damit die auch auf Range gut treffen. Und die nächsten Bosse sind schon da. Das ging flott. Nun denn. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh, das war übel. Das war viel Leben, die ich da verloren habe. Das sollte nicht passieren. Ich war da so festgestackt. Area Modifier auf alle Chaos-Sachen. Erhöht den Damage halt nicht, also es erhöht den Damage schon, weil jetzt die Chaos Wave halt zum Beispiel, ne, viel, viel besser trifft mit den ganzen Area Modifiern. Aber es ist halt, ja, natürlich eine indirekte Damage-Erhöhung sozusagen, wenn einfach mehr trifft, keine Frage, ist auch gut. Aber wir hätten schon langsam noch mehr Multicast. Also eine der zwei der Chaos-Sachen dürften langsam mal auf Multicast und Cast Frequency gehen. Oh Gott. Völlig hart stuck da drinne. Ja, die sind deutlich schneller, als man es erwarten würde. Normalerweise chillen die da immer rum, aber die haben... Gefühlt sind die viel, viel schneller. Ja, hier, guck mal. Er hat richtig Bock. Muss man sich Dashes gut aufhalten. Und gleichzeitig der Laser von dem anderen. Not bad, not bad. Freezes überall. Okay, alle Levels mitnehmen. Wieder Damage Modifier. Sehr, 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 sehr unschön, aber okay. Chaosbomb ist mittlerweile relativ groß, wie man sieht. Das ist zum Beispiel eine der guten Sachen. Wurde nochmal deutlich größer. Also die trifft jetzt auch deutlich besser da rein. Aber sieht mir aus, als ob ich hier ein Leben verlieren werde, wa? Um ein bisschen weiter weg zu kiten, damit wenigstens der eine tot ist. Okay, den hat es zerlegt. Die anderen sind allerdings noch frisch, nennen wir es mal. Der Laser. Die HP mitnehmen, dass wir unser Leben vielleicht sparen können. Von aus. Erstmal die kurz die Elites wegäumeln, die stören da doch sehr drin rum, die stunnen halt und werfen einen weg. Viel zu lange Leben ist nicht gut. Ja, ist halt schwer in Range zu kommen für uns aktuell, ne? Das ist das eigentliche Problem. Wir kommen einfach nicht wirklich ran, um die Stacks zu geben, weil es sind zu viele Bosse. Und zu viel Unfug hier auf dem Boden. So dass wir halt immer eine Runde machen müssen, dann sind die Stacks schon wieder zu großen Teilen ausgelaufen. Aber der andere... Ja, schön. Die nächsten Bosse werden sofort danach kommen, würde ich schätzen. Das hat so lange gedauert. Na, dachte ich mir. 12 Millionen jetzt, okay. Gucken, welche es sind. Okay, der Feuertyp. Wieder der Elektrotyp. Okay. Also erstmal den Melee wegkiten, sodass wir dem richtig schön Damage geben. Den Mod nochmal nehmen, why not? Jetzt habe ich Behemoth nicht genommen. Doch, ich habe Behemoth genommen. Wo sind meine HP hin? War ich auf 0? Sehr verwirrend. Bei BM-Mode eigentlich die HP, die du davon kriegst, gehen halt instant drauf auf den HP-Pool. Irgendwie gefühlt nicht passiert, oder? Ich war fast tot, dann hat's ja geklappt.
Kriegt noch ein paar Stacks und stirbt, dann ist der erste wenigstens schon mal tot. Upsch, hat select. So, ein Level up. Relentless ist mega für uns, keine Frage. So, wo sind die guten Herren denn? Ist Mr. Feuertyp. Ob wir den vielleicht ein bisschen isolated bekommen. Der andere steht gerade hinterm Berg und macht seinen Laser. Ah, jetzt sind sie wieder zusammen. War trotzdem gut. War eine ganz schöne Damage-Phase. Ihr seht, werden immer mehr Effekte. Gleich werden wir die, Transparenz noch ein bisschen weiter runterstellen, damit es wieder besser sichtbar ist alles. Die Blutlachen da sehen schon komisch aus. Okay, das ist super. Cast Frequency. Nur für die Missiles leider, nicht für alle Chaos-Sachen, aber man nimmt, was man kriegt. Und der eine ist tot. One to go. Das wäre dann auch die gesamte Stage. Da hinten steht er. Oh, schöner Damage. Den Laser dodgen, einfach hinter ihn gehen. Das dauert eine Zeit lang und weg ist das Ding. Good job. Oh, genau 40 Minuten. Nennen wir es mal geplant. Das ist Maßarbeit hier. Ja, danach haltst du komplett hoch, by the way. Das heißt, wir sollten relativ gut HP haben, 385. Und wir sind in Endless 3 angekommen, wo jetzt wahrscheinlich 4 Bosse jedes Mal auf uns warten. Wir warten weiterhin auf unsere ersten richtig guten Picks. Lass mal hier die Settings ein bisschen runter machen. Ich denke, es ist auch zum Zuschauen sehr unangenehm an dem Punkt. Das ist uns völlig egal, weil wir eh auf 60 gekappt sind. Lass mal so machen. Jetzt sieht man zwar weniger, aber dafür... Das ist ja der Plan. Also man sollte weniger sehen. Weil wenn die halt irgendwann zu schnell gecastet und zu oft gecastet werden, sieht man halt wirklich gar nichts mehr. Deswegen die Transparenz runterstellen, ist, denke ich, ein ganz guter Tipp. Auch immer noch. Nicht wirklich das, was wir haben wollen, aber okay. Na, 4 Bosse. Oh, die sind sehr schnell und wütend. Wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt aktuell. Oh, Wand. Eieieiei. Die haben aber richtig Lust. Okay, lass mal schön cutten. Wir haben noch relativ wenig HP hier. Gefühlt weniger als die im letzten, am Anfang, oder? Ich weiß es gar nicht. Fast alle tot. Dafür sind sie vielleicht ein bisschen stärker und machen mehr Damage oder so. Und vor allem sind sie super viel schneller. Das merkt man krass, die sind richtig schnell. Alright. 3 Level. Mal hoffen, dass es was Gutes ist. Area Modifier von der Flame Wave nehmen wir immer gerne mit. Hier würde ich sogar sagen, nehmen wir noch mehr Burn mit, damit das besser hochstackt. Hier nehmen wir die Cast Frequency vom Chaos Bolt für mehr Chaos Stacks. Weiterhin fehlt so ein bisschen der Big Hit da, aber naja. Irgendwas ist ja immer. Nur noch 340 Mobs, also jetzt noch 110 ungefähr. Dann kommen schon wieder die nächsten Bosse. Jetzt jedes Mal weniger. Finde ich eine schöne Idee. Haben sie auf jeden Fall schön umgebaut, den Endless Mode. Jetzt macht der auf jeden Fall mehr Sinn. Ich glaube zwar nicht, dass der Run richtig gut wird, weil ich mich irgendwie ein bisschen schwach fühle. Ich habe auch das Gefühl, wir haben ein bisschen wenig Glück in einigen Upgrade-Sachen, aber mal gucken, wie lang es noch geht. Macht auf jeden Fall mehr Spaß jetzt. Jetzt macht es halt. Jetzt ist es halt ein richtiger Run und der wird immer schwerer und man merkt das auch. Das haben sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut gefixt, muss ich ihnen zugestehen. Cast Frequency vom Chaos Bolt. Vielleicht wäre Poison sogar besser. Dass wir einfach das Poison auch so extrem hochstacken. Wenn man drüber nachdenkt. Oft wie wir attacken. Mal gucken, was hier ist. Nice. Ein Healing received runter, aber wir receiven ja eh kein Healing, außer von den paar Steinen, die wir ab und an aufmachen. Also kein großes Problem für unseren Build, das wäre eher ein Problem für die Paladin-Builds und Co. mit Smite und Co. Die werden dann doch schwerer an dem Punkt. Ja, lass die Armor Power noch ein bisschen erhöhen, schon okay. Ein bisschen mehr Tankiness schadet nicht.
9 Millionen, 4 Stück. Scheiße, schnell alle. Hier wären die Chains wahrscheinlich schon relativ gut. Der eine Skill, der da rumchaint. Vielleicht eine Fehlentscheidung, die Chaos Wave zu spielen, weil die wirklich teilweise einfach nicht in Range ist gefühlt. Aber naja. Noch. Damage sieht ganz gut aus gegen die Bosse langsam. Ne? Das ist nicht schlecht bei 10 Millionen. Wenn er sobald es hochgestackt ist, geht's genauso wie es geplant ist. Langsam. Bisschen langsamer noch, aber. Ja, noch besser werden. Da sollte ich nicht hin. Geht uns halt leider nichts. Lass die Armor Power nehmen und noch mehr Venomous. Ich glaube, das mit dem Venomous ist eine ganz gute Idee, wenn wir Poison im großen Stil draufkriegen. Dann sollte das eine ganz gute Sache sein. Das tickt dann doch schon ziemlich böse. Wir haben ja mehrere Synergien, dass wenn wir Poison draufgeben, andere Sachen draufkommen. Wahrscheinlich habe ich mehrere Synergien, keine Ahnung. Für verschiedenste Sachen haben wir auf jeden Fall was. Und die Bosse sind auch tot. Nur 110 bis zum nächsten. Damage. Nochmal Venomous mitnehmen. Ich nehme jetzt wirklich Venomous und versuche, dass ich Poison so hoch stacke, dass Poison den Hauptdamage macht vielleicht. Cast Frequency, perfekt. Glaube ich, viermal Poison drauf. Das ist schon ganz nett. Dem der Rest halt einfach nicht kommt. Was eigentlich der Plan war. Halt mehr davon. 12 Millionen. Oh wow. Schwer ranzukommen, ohne hart getroffen zu werden. Schon dabei sind. Guckt mal, die Debuff-Leisten von den Bossen überschneiden sich jetzt. Wir haben keine fucking Ahnung, was da drauf ist. Aber wird schon viel sein. Leider kann ich nicht an einem dranbleiben, gezielt hier aktuell und richtig hochstacken, sodass der halt stirbt, sondern ich muss immer auf verschiedene machen, dann laufen die einen wieder aus. Ja. Ist hart. Hätte ich nicht reingedurft, aber ich hatte keinen Weg mehr rausgeführt. Oh ja, Effekt von der Chaos Bomb ist natürlich immer gern gesehen. Zum Health, nimm ruhig nochmal mit hier, komm. Wenn es einem so angeboten wird. So was richtig Gutes war da nicht dabei. Sowas ist halt Gold wert, wenn da drei aufeinander stehen und die alle den Damage abkriegen. Passiert leider nicht so oft. Sehr viel Damage kassiert gerade von einem der Bosse. Die Wave abbekommen. Das war nicht gut. Die macht scheiße viel Schaden. Zweiter tot. Dritter wird auch gleich tot sein. Ich denke, die nächsten Bosse kommen direkt danach. Ja. Sie kommen sogar noch währenddessen. Das heißt, jetzt haben wir kurzzeitig 5 mit 16 Millionen. Inklusive dem Feuertypen. 5. ist tot, also der von der letzten Wave noch. Which is good. Das ist der Wirbeltyp. Da sollten wir nicht drinnen stehen. Alter, er ist schneller als ich. Wow! Er wirbelt schneller, als wir wegdashen können. Mal ganz genau aufpassen. Haben wir. Hallo. Claw mitnehmen und Relentless auf jeden Fall. Okay.
Oh, drei Stück auf einmal. Das wäre halt der Traum, wenn ich da einfach ein bisschen Damage machen kann. Na, das meiste, was wir haben, ist ja AOE. Trifft alle. Kriegen die richtig gut drauf. Seht, unsere Chaosbombe ist mittlerweile doch recht groß. Trifft das halbe Feld. Da stehen die beiden wieder. Oh, oh. Alle drei auf einmal. Und da kommen die nächsten Bosse. Oh oh. Na gut. Das sind jetzt aber ein paar Stück. Am Ende des Tages einfach im Kreis drumherum kiten und hoffen, dass wir ab und an ein paar Damage-Optionen finden und sie nach und nach alle ausbluten. Er ist halt super gefährlich. Oh Gott. Die haben halt noch so wenig verloren, ey. Die neuen. Aber ist relativ egal, wenn dafür die alten sterben. Danach hätten wir dann mehr Platz und Zeit für die. Multicast für alle Physicals auf Legendary. Das ist zumindest etwas, ne? Das ist zumindest für zwei Sachen relativ gut. Und hier ist der extra Dings. Na, endlich kommen mal gute Sachen. Der extra Dash ist natürlich Gold wert hier. Ne? So viel wie wir mittlerweile dodgen und rennen müssen. Um extra Dodge hier zu haben, auch wenn es ein bisschen spät kam, schon Gold wert. Sehr, sehr gut. Chaosbomb trifft sie dauerhaft. Unsere Abilities im Vorbeigehen eigentlich auch. Die stehen ganz gut. Die stehen aber schön zusammen. Okay. Das ist super gefährlich natürlich. Pestbringer, ihr seht, selbst jetzt geht die FPS runter, auch im neuen Endlos-Modus hat sich das nicht wirklich geändert. Nur der Endlos-Modus geht wahrscheinlich einfach kürzer. Das ist immer noch spielbar natürlich. Noch aktuell. Liegt vielleicht auch daran, dass einfach so viele Bosse da gerade sind. Und wir haben die Grafiken noch auf High aktuell, das ist natürlich nicht nötig. Oh wow, das ist super gut. Damage Modifier beim Missile. Ich glaube, dann nehme ich lieber die HP. Bisschen mehr Safety. Damage Modifier fühlt sich halt so pointless an, weil unser Damage, wie gesagt, eh hauptsächlich über die Dots kommt. Jetzt cleanen wir langsam ab hier, da ist nicht mehr so viel. Hier nochmal das mit. Magnetic könnten wir auch nochmal mitnehmen für mehr Level eigentlich. Schon besser eigentlich. Als 5% Cast Frequency, aber okay. Und nur noch einer da. Einer der Plague Bearer. Die sind ziemlich der leichteste Boss, finde ich. Ja, da haben wir nicht viel Angst vor. Und dann haben wir auch Endless 3 geschafft. Gute Arbeit. War ein bisschen knapp. Aber geschafft ist geschafft. So. Attack hier zum Start nochmal mitnehmen. Why not? Ihr seht, das Video läuft jetzt schon über eine Stunde. Währenddessen wir eine Ingame-Zeit von nur 50 Minuten haben. Das liegt halt an den ganzen Skills und Co., die alle das Spiel pausieren, ne? Das heißt, ein Run, der 50 Minuten dauert, hat nicht wirklich 50 Minuten gedauert. Da kann man immer noch mal so, ja, gute 20% draufrechnen, denke ich, die in Pause-Modus genutzt werden. Hier kommen die Bosse so früh, ne? Ist krass. Die kommen jetzt immer schneller und schneller. Richtig cool. Multicast by Aria, ziemlich nice. Trifft leider nicht die wichtigen Chaos-Sachen, aber was soll's. Besser als nix.
Oh, da wird aber geschreddert hier gerade. Guckt euch das mal an. Die haben natürlich nicht so viel AP wie die eben am Ende. Mal eine kleine Atempause kurz zwischendrin am Anfang. Aber da kommen direkt die nächsten. Uiuiui, 14 Millionen. Das ist schon fast vom Ende eben. Ich glaube, eben das Ende war 20 Millionen. Die nächste Wave 3 sollte schon mehr HP haben. Und natürlich einer extra. Jetzt ist fast nichts mehr mit normalen Mobs killen. Es geht jetzt nur noch um Bosse killen. Gefühlt. Nicht schlecht. Zwanne muss nochmal mitnehmen. Scheiß drauf. Und hier Frailty. Einfach für mehr Stacks von allem. Elite-Gruppe auch noch dabei. Aber der Damage ist nicht schlecht, ne? Chaos zieht langsam. Langsam zieht das Chaos rein. Sterben alle gleichzeitig. Fast synchron. Das liegt natürlich auch am Area, ne? An den Area-Wertungen. Irgendwann hat man halt so viel Area, dass man eh alles trifft mit allem. Dann gehen sie in der Tat fast gleich runter, außer man schießt halt in eine andere Richtung. Die Chaos-Bombs treffen mittlerweile halt auch sehr zuverlässig natürlich. Hübsch, drei Level kurz mitnehmen. Area-Modifier für die Flamewave nehmen wir gerne nochmal mit. Damage-Modifier für Chaos können wir nicht ablehnen. Ist zwar nicht das, was wir wollen, wie bereits mehrfach gesagt, aber okay, hier nehmen wir wieder Venomous. Und hier nehmen wir die Multicast-Chance-K, keine Frage. Jetzt eine ganz kurze Zeit, mal kurz zwischendrin, wo keine Bosse kommen. Ungefähr 30 Mobs. Nicht die Welt. Von uns. Wir versuchen halt ein bisschen näher dran zu bleiben hier. Ich habe das Gefühl, von den meisten kriege ich, wenn das gescheit laufen, kriegen wir halt so viel Damage early, dass einer vielleicht schnell stirbt. Und dann geht das Ganze halt viel, viel schneller im Nachhinein. Ja, guck mal, das ist auch eine schöne Gruppe von Bossen. Da sind zwei Midis dabei, den können wir einfach dodgen, wenn sie anfangen zu wirbeln. Und ansonsten kriegen wir das ganz gut gedodged eigentlich. Ja, das ist schön, das ist clean, das ist schnell. Das wollen wir auf keinen Fall eigentlich. Egal, hier nehmen wir es trotzdem mit. Weil der Rest so Mumpitz ist und ich keine Rerolls mehr habe. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, sollten wir vielleicht lieber normale Skills banishen auf Dauer, ne? Wir haben Skills gebanished, aber das ist eigentlich nicht so smart gewesen, weil normale Skills, wenn wir hier einige der normalen Skills gebanished hätten, wären wir jetzt deutlich besser in Sachen Auswahl unterwegs häufig, würde man meinen. Naja. Gott, gleich die nächsten. Gucken, wie lange wir das noch aufrechterhalten können hier. Das bringt uns halt so wenig leider, also gar nichts. Multicast für Missiles, das ist mega, mega gut, weil das die zwei wichtigsten Chaos-Trigger hittet. Und Potency of the Buff nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Versuchen hier weiter aggressiver zu spielen als eben. Ich habe das Gefühl, dass es das aktuell ganz gut geht. Wir machen so viel Damage, wenn wir den Stack einfach draufkriegen, dann wird es uns auf Dauer weniger kosten, als wenn wir die ganze Zeit wegrennen und von Elites und random Sachen ab und an gehittet werden. Ja, fallen ganz gut, ne? Fast alle tot. Also, leben noch alle, aber wir haben alle schon sehr, sehr viel HP verloren, sagen wir es so. Erster tot. Tot. Den Black Baron haben wir eh nicht so viel Angst. Die machen irgendwie nie so viel. Da ist noch der Melee. Lass Magnetic hier mitnehmen. Das ist einfach gut. Sammeln wir noch schneller die Sachen ein. Oh, da kommen schon die nächsten Bosse. Eieiei. Okay, sind wir auch schon die letzten. Also, das wird jetzt richtig, richtig schnell fertig auf einmal. Ich meine, jetzt gibt es jede Stage mehr Bosse, aber es sind auch fast nur noch Bosse an dem Punkt. Doom draufgeben.
Ja, damit haben wir schon so viel, das deckt eh vielleicht schon Max, ich weiß es nicht. Nee, nicht wirklich. Ja, es geht, es ist schwer zu sehen, weil die ganzen Debuff leisten sich einfach überschreiben. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich drauf ist am Ende des Tages. Natürlich auch bei Chaos Anyway RNG. Ich glaube, die Wave schaffen wir auf jeden Fall noch. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Kurz um die Elites kümmern, dass wir nicht von denen irgendwie weggezerrt werden. Die Spinnen sind unangenehm. Fire Shield. Nicht wirklich needed, ne? Lass den Area Modifier nehmen. Und hier nehmen wir nochmal Behemoth für ein paar HP. Und Multicast Chance auf Flame Wave ist eigentlich nicht wirklich wichtig, lustigerweise, weil die Flame Wave so irrelevant ist. Aber der Rest ist halt so bad. Nimm's halt mit. Weil die Flame Wave halt eigentlich nur als Control Tool dient. Und die muss halt nur einmal casten. Die braucht halt Frequency, wie gesagt. Multicast hilft halt nur bedingt. Bei ihr, weil der Damage halt zu vernachlässigen ist, eigentlich, würde man meinen. Aber ein bisschen Damage ist es auch, von daher sind wir mal nicht so. Besser auf jeden Fall als der andere Mumpitz da, der zur Auswahl stand. Hier konnte ich gerade richtig rumstehen und richtig nuken. Geil. Okay. Auch das geschafft. Relativ problemlos, würde man meinen. Move mit Speedrock mitnehmen und Expansive ist natürlich super schön. Das war jetzt wirklich ein sehr schneller Run, war nur 6 Minuten oder so, ne? Das wird jetzt immer schneller sein. Entweder sterben wir oder die Bosse. Mal gucken. Ja, brauchen auch nur noch 40 Mobs, bis die Lords kommen. 6 Stück jetzt. Here we go. 12 Millionen zum Start sollte noch kein Problem sein. Aber die reine Masse an Bossen macht es langsam halt schon happig, ne? Weil die haben halt alle ihre Indikatoren, alle ihre Attacks, Range, Melee, was auch immer. Also jeder unterschiedlich halt. Das sind schon viele. Mal gucken, wie lange das geht. Bin gespannt, ey. Critical Damage, Chance erhöhen. Ja. Nee. Ja, komm. Oh, da sind schon die Nächsten. Das ging flott. Das ist mega. Das nehmen wir gerne mit. Und das... Oh, Area. Leider ist es Area und nicht Multicast oder Frequency. Aber ist trotzdem geil. Auch die Range. Gerade jetzt, wo wir so viel wegrennen müssen, weil so viele Bosse sind, die so nah an uns dran sind. Ich meine, die Range erhöhen von allem basically. Guckt euch mal die Chaos Bomb mittlerweile an. Ich habe es ja am Anfang des Runs angekündigt, dass ihr das beobachten solltet, wie groß die irgendwann wird. Und jetzt ist sie halt schon, ne? Also kann schwer verfehlen. Wird auf jeden Fall immer ein paar Bosse treffen. Und schöne Stacks draufgeben. Und Multicast ist natürlich auch sehr häufig mittlerweile, sodass dann halt wirklich immer 4-5 Chaosbomben einschlagen. Das macht schon was aus. Area Modifier von Physical. Ja, wir nehmen es, klar. Ist immer noch nicht das, was wir wollen, aber okay. Area Modifier bei Chaos, okay. Dann haben wir halt einfach nur Größe. Da könnte jetzt langsam wirklich mal Frequency oder Multicast für Chaos und so kommen. Meine Güte, ey. Kann nicht so schwer sein. Gott, sind das viele Bosse. Aber gut, unsere Chaos-Bomb ist nochmal ein bisschen größer geworden. Frequency erhöhen definitiv hier und Cast-Frequency erhöhen immerhin. Wenn auch nur kleinere Buffs. We take it. E-Mode hier. Nochmal ein paar AP mitnehmen. Schadet nicht. Oh wow, ich stehe genau in dem Wirbel da drin, ich habe nicht mal richtig gesehen. Gott, liegen da viele Kristalle drin. Boah, der Damage sieht aber schön aus an dem Punkt. Uiuiui, die ging aber schnell nach unten. Cast Frequency hier definitiv. Wollen wir noch mal ein bisschen. Ja, lass mal hier Armor nehmen. Ein bisschen Armor, ein bisschen Defense kann ich schaden. Das scheint gut zu sein aktuell. Multicast für alle, mega. Bisschen Burn drauf geben zum Stacken, warum nicht?
Das war's schon fast mit der Rave. Das sind die letzten sechs. Ja, also jetzt ist es wirklich so, das war ja ihr Plan, dass sie den Endless Mode schneller machen wollten. Ne? Also, dass du jetzt halt nicht mehr viele Mobs töten musst, ist, denke ich, einfach der Plan und das ist auch sehr, sehr gut. Fühlt sich deutlich besser an so. Jetzt kannst du halt checken, wie lange dein Bild noch hält und dass du möglichst weit in den Endless Mode reinkommst. Aber das geht jetzt sehr, sehr flott. Der letzte Run hat ja schon nur noch 6-7 Minuten gedauert. Und der hier wird nochmal kürzer dauern, glaube ich. Bin jetzt aber auch schon bei 60 Minuten plus die ganze Levelzeit, ne? Ist auch schon ein relativ großer Zeitaufwand trotzdem natürlich. Aber ja, ich fühle mich gut aktuell jetzt. Langsam kommt mein Chaos-Bild ins Rennen so richtig, ne? Man merkt das jetzt richtig. Langsam haben wir diesen Punkt erreicht, wo die so schnell vollgestackt sind, dass es wirklich richtig reinzimmert. Which is kinda nice. Zwei Level. Area of Effect von der Flamewave. Oder Multicast. Lieber Multicast für alles, denke ich. Und hier Area Modifier von der Chaos Bomb sollte besser als Touch of Ice sein, weil Touch of Ice so ein wertloses Ding ist. Wir freezen ja eh schon alles. Alright, weiter geht's. Ihr seht, die Chaosbombe ist jetzt doch recht groß. Verfehlen kann sie nicht mehr. Und da kommen die. Wie viel sind es? Sind es 7 oder 8 jetzt? Sind 7, ne? Ja, sollten auch 7 noch sein. Okay, 2 Melees davon. Okay, instant die nächsten. Über die Bosse kurz, die Buffs nehmen. Bisschen Doom draufgeben, finde ich gut. Noch mehr. Damage Modifier von Missiles müssen wir eigentlich nehmen. Es sind zwar nur 2, aber es ist trotzdem besser als alles andere hier. Rear Modifier von der Flamewave nehmen wir gerne nochmal mit. Von der Chaos Bomb sowieso. Und, oh, wieder Area für Chaos. Leider nur Area. Ich brauche endlich mal ein bisschen mehr Damage. Das ist alles nur Area, Area, Area. Ich meine, immerhin treffen wir jetzt mittlerweile alles dauerhaft, ne? Aber wir würden noch gerne ein bisschen schneller casten. Bisschen häufiger Multicasten. Weil jetzt, Area ist jetzt von der Value her überschaubar, ne? Weil wir treffen ja eh alles. Ich meine, was willst du mehr treffen als. Geht halt nicht. So. Area Modifier Physical. Na gut, was soll's. Damage von Burst. We take it. Reduce all Damage können wir mitnehmen nochmal. Haben wir erst einmal genommen. Hier nehmen wir einfach die Armor Power. Was soll's. Okay, kurze Pause. Warst du noch nicht da? Ein paar normale Mobs töten. Mal Abwechslung sozusagen. Haben wir das eigentlich erreicht? 2,3 Sekunden. Also die normalen Mobs sind jetzt fast kein Problem mehr. Die haben basically nur 0,3 Sekunden Window zwischen den Stunts, bis sie, wo sie was tun könnten. Wenn man da noch ein bisschen Frequency draufhaut, dann ist der AOE Stun gegen die normalen Mobs halt dauerhaft da. Deswegen seht ihr auch, dass nie was kommt. Die liegen halt alle auf dem Boden hier rum, in der Regel. Sollte noch ein bisschen mehr werden auf Dauer, aber ja, ist schon nah an gut. Unangenehme Wave. So viele Sachen hier. Also nicht so viele, sondern so viele verschiedene. Muss vor dem Melee aufpassen, muss vor dem Laser aufpassen. Oh, oh, das sind ein paar Mobs. Oh Gott, ein bisschen laggy. Zeit von High runterzustellen, würde ich sagen. Gucken, ob es was ändert. Performance-technisch. Naja, ein bisschen durchaus. Okay. Ich glaube, die Debuff-Leisten können wir jetzt endgültig nicht mehr wirklich lesen. Der Zug ist abgefahren. Damage Modifier von Magical, das ist durchaus fein. Das wäre Multicast für Chaos, aber halt nur blau. Ich glaube, 50% Damage ist. Ah, ist schwer. Weiß ich nicht genau. Müsste man mal genau durchrechnen, ob das wirklich besser ist. Multicast of Chaotic Missiles nehmen wir gerne mit. Auch Legendary. Cast Frequency. Here we go.
Chaos Bombs und meine normalen Missiles über die gesamte Map, die auch sehr groß sind mittlerweile, wipen halt eigentlich alles nieder. Dauert nur ein bisschen. Weil ich nicht ganz so gezielt aimen kann mehr, natürlich. Oh Gott, ich glaube, da sind noch mehr gekommen. Das ist ja vorzüglich. Ah, ich mag den neuen Endless-Mode, das finde ich amüsant. Allerdings ist die Performance hier auch schon wieder nicht sehr gut, leider. Ganz gefixt ist das halt nicht damit. Hier ist es trotzdem ein bisschen zu viel los, aber es sieht auch nach sehr viel aus, gebe ich zu. Alter, dreimal Potency-Buff in Folge. Das ist ziemlich cool, weil Bloodlust boostet halt zwei meiner Sachen. Movement Speed unter anderem. Das ist nicht schlecht, wenn du das richtig nach oben zimmerst. Das ist ja dauerhaft an, in der Regel. Sollte es da keine großen Downtimes geben. Das war aber schon fast Endless 6 hier, ne? Mann, das sind die letzten Bosse. Das ist der letzte. Naja. Das hat nur noch 3 Minuten gedauert. Oder 4. Ungefähr 4. Wird immer ein bisschen weniger. Good job. Na gut. Nochmal Potency. Wie ist denn das mittlerweile? 71% Cast Frequency. Und. Ah ne, Movement bei 71, 70 und Cast Frequency von Dings. Ja, ist mega. Cast Frequency brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Dann nehmen wir dann lieber Magnetic nochmal mit für mehr Level-Ups. Potency again. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Kommt einfach nur noch das. Finde ich gut. Oh, fast ins Blaue gelaufen. Das wäre ein Tilter gewesen. Let's go. Oh, 8 Bosse instant, ist klar. Erstmal in die Mitte kiten, damit sie ein bisschen Schaden in ihr Gesicht bekommen. Ganz, ganz solide. Multicast für alle mega. Multicast für alle mega. Critical Strike Damage, warum nicht? Area Modifier von der Flame Wave nochmal. Was über Damage nehmen hier? Fühlt sich nicht mehr worth it an. Cast Frequency, mega. Cast Frequency bringt uns nichts. Und Increased Damage ist einfach gut, natürlich. Okay, nehmen wir Behemoth, weil die anderen beiden Sachen einfach wirklich ziemlich wertlos sind, gefühlt. Nur noch unsere beiden extra Leben. Das heißt, selbst wenn wir mal einen Misstep machen und richtig hart gereckt werden, wäre es nicht das Ende des Runs. Sieht immer noch alles ziemlich clean aus und jetzt geht es natürlich alles sehr schnell voran. Okay, Level Girl. Lass den Movement Speed hier rück mal mitnehmen. Dings ist gut. Area für Burst. Das sind halt unsere beiden Sachen, die am meisten Area brauchen. Von daher, ja, nimm mit, komm. Was soll's. Nochmal Movement Speed. Hier nochmal, ich glaube, Fateful Strikes macht am meisten Sinn und Cast Frequency vom Chaos Bolt ist natürlich überragend gut. Ich glaube, es wird nicht mehr weniger hier. Es sind jetzt eben was auch 150. Das heißt, die Runs werden jetzt alle ungefähr gleich lang dauern, nur dass sie halt immer einen Void Lord dabei haben. Die anderen werden jetzt alle in Folge geschaltet wiederkommen, würde man meinen, weil da genug Random Mobs spawnen, dass sie, während wir die anderen Bosse fighten, halt die neuen Bosse triggern. Ich bereite mich hier nur vor für die nächsten Bosse, dass wir ja nicht so oft leveln müssen dann. Und here we go. Chaos Bomb macht halt einen mega Job, weil sie einfach wirklich alle auf einmal trifft, ne? Dauerhaft. Und das gleiche gilt auch für die Chaos Wave mittlerweile, die sollte genug Range haben. Das sieht man zwar nicht so richtig. Oh, unser Damage, what the fuck. Gott, sind die explodiert. Was ist da denn los? Die hat man ja gar nicht gesehen. Die waren einfach weg. Ja, langsam. Langsam will der Damage. Oh, das ist ziemlich cool. Mehr Bleed draufkriegen, das hatten wir noch gar nicht. Mega. Was uns komplett fehlt, ist immer noch Weakness. Expose Weakness. Dass basically alle Skills doppelt, also einen anderen triggern. Das macht halt. Also, das würde so viel ausmachen für uns. Wenn wir das mal irgendwann finden würden, habe ich ganz vergessen. Also, ich habe es nicht übersehen oder so. Ich habe einfach nur nicht dran gedacht, dass ich das eigentlich unbedingt brauche die ganze Zeit. Einmal Exposed Weakness hier haben, wäre so sick. Lustig, dass das nicht einmal gekommen ist bisher. Habe ich sonst in jedem meiner Chaos-Runs gehabt eigentlich. Naja, irgendwas ist ja immer. Ich komm's ja noch, jetzt wo wir dran gedacht haben.
Der Chaosbolt ist mittlerweile aber echt ganz gut gebufft. Ja, wird eher leichter als schwerer aktuell, ne? Krass. Wir haben wirklich einen schönen Power Spike erreicht gerade. Mal gespannt, wie weit das geht. So, das soll das Mumpets. Ich meine, wir würden wirklich lustigerweise einen richtig krassen Damage Boost nochmal bekommen, wenn wir einmal Exposed Weakness finden würden. Macht wirklich hell of a difference. Wobei, mittlerweile haben wir so viele von diesen Sachen genommen, dass die, glaube ich, eh fast alle instant full stacked sind. Wer weiß. Okay, auf nach Endless 8. Da sind wirklich wieder 40 Gegner zum Start. Mehr geht also, oder weniger geht nicht. Das heißt, jetzt immer die gleiche Reihenfolge, nur mit jedes Mal einem Boss mehr und natürlich generell ein bisschen HP mehr, ein bisschen Damage mehr und so weiter. Was aber egal ist, weil wir uns ja in gleichem Maße hochleveln und stärker werden. Wir werden nur gefühlt immer stärker. Vielleicht sind wir doch auf dem Infinity-Run hier. Multicast von der Chaos Bomb oder Damage Modifier von Trine? Ich glaube, wir nehmen den Multicast von der Chaos Bomb. Damage ist halt so eine Sache, es bringt uns halt einfach nicht sehr viel. Area Modifier von Chaos, da müssen wir natürlich zuschlagen. Area Modifier von Chaos Bomb, das hört sich ganz, ganz doof an. Lass sie wir nochmal Burn nehmen. Cast Frequency vom Chaos Bolt. Das ist natürlich mega. Das ist gut. Und Area Modifier von Frontal. Ja, komm, was soll's. Ja, wir werden gefühlt jeden Rand stärker. Ziemlich amüsant. Guck mal, wie fucking stark wir mittlerweile sind. Die Dinger sterben einfach instant. Man sieht die gar nicht mehr. Ich glaube, das Video könnte lange werden. Weiß auch nicht. Bin wohl noch ein bisschen beschäftigt. Ja, warum nicht? Chaos Bomb noch weiter. Damage von Missiles, warum nicht? Cast Frequency weiter hoch. Cast Frequency weiter hoch. Jetzt wieder diese kleine Zwischenphase, wo wir ein bisschen Mobs töten müssen, wie jedes Mal. Ja, ist wirklich gar kein Problem mehr. Mal gucken. Und ich habe gerade die Stacks gesehen. Oh, da habe ich Scheiße gebaut. Da wurde ich von zu viel getroffen gerade. Das war dumm von mir. Sehr viel AP verloren. Also ein bisschen aufpassen jetzt. Das war aber eher war weniger schwer, sondern einfach nur ein bisschen fehlende Aufmerksamkeit von mir. Wurde dann auch von den ganzen Bomben getroffen am Ende, als sie alle tot waren. Ja, unser Damage ist absolute Insanity jetzt, ne? Also, die schmelzen wirklich einfach nur noch weg. Die sehen aus wie Trash-Mobs. Die Armen. Das war's schon wieder. Auf ins nächste. Gucken, wie lange das noch weitergeht. Bin gespannt.
Hey, ich hatte gerade noch drei Level und die habe ich nicht genommen. Und jetzt sind die weg, oder bin ich blöd? Als ich da rein bin, hatte ich doch gerade noch drei Level-Ups zur Verfügung. Und als ich reingelaufen bin, waren die weg. Ich glaube, man muss die nehmen, bevor man... ich bin gestunt. Uff, Basse. Ich glaube, man muss die nehmen, bevor man ins nächste Gebiet reingeht. Das wusste ich nicht. Hat einen Tilter. Oh. Legendary Area Modifier mal wieder für alle Magicals. Das trifft fast alle, aber es ist halt einfach nicht. Das ist halt schon fast Maxi. Also wir treffen ja eh schon alles, ne? Es hilft halt einfach nicht mehr so viel. Multicast für Missiles. Das ist schon viel, viel besser, zum Beispiel, weil das einfach wirklich puren Damage gibt. Mittlerweile haben wir halt so eine große Range. Es hilft halt einfach wirklich nichts mehr. Meine, die Chaosbomb, das Ende von den Chaosbomben sehen wir schon gar nicht mehr richtig. Und das gleiche gilt natürlich dann automatisch auch für die anderen Sachen, die wir haben, für unsere Chaos Wave und die Flame Wave, die treffen halt alle alles. Und unsere Projektile sind auch dumm groß, auch wenn wir sie schon lange nicht mehr sehen können, weil wir sie transparent machen mussten, um die Performance ansatzweise zu halten. Multicast. Chaos Missiles, warum nicht? Nochmal Area. Nee, lass lieber Critical Damage nehmen. Ich habe echt keinen Bock mehr da drauf. Ein bisschen HP. Oh, wenn die jetzt spawnen, das ist wirklich richtig laggy kurzzeitig, bis die alle sich eingebracht haben. Ich warte gerade mal den Level-Ups, ich brauche die halt wirklich nicht, ne? Gefühlt. Ich meine, sowas wie Magnetic willst du halt immer sofort haben, weil es dauerhafte XP gibt. Wenn du es nicht nutzt, ist doof, aber... Einfach wegschlachten. Ja, jetzt können wir es mal kurz nehmen. 10 Stück ist schon eine Menge. So. Das Fire Shield mitnehmen, was soll's, ey, keine Ahnung. Das ist halt kompletter Mumpitz. Lass die Ability weiter mitnehmen. Damage. Alles, was Damage ist, ist gut. Und das ist endlich mal Multicast für Chaos. Sowas ist halt richtig krass. Ja, für Frontal nochmal. Ich meine, du kannst halt auch endlos viele Wire Shields mitnehmen. Extra eigentlich an dem Punkt, weil es einfach ein extra Skill ist sozusagen, ne? Der nochmal ein bisschen Zeug drauf hält und der Rest gefühlt nicht mehr so viel macht, aber sowas ist immer besser. Aber wenn wir nichts anderes haben, können wir auch Fire Shields mitnehmen. Als kleine Protection um uns herum. Jetzt 10 Bosse gleichzeitig immer. Aber das ändert nicht sehr viel, muss ich sagen. Mann, ey, ich wollte ein kurzes 30-40-Minuten-Video machen. Irgendwas ist schiefgelaufen. Multicast of Burst, mega. Multicast generell, mega gut. Damage, lass LaBlock nehmen. Oder Rea von Frontal. Erst Multicast nehmen. Multicast ist alles für uns. Uff. Performance, where? Ich frage mich wirklich, wann wir hier schwächer werden sollen. Vielleicht einfach wirklich den Punkt auf No Return schon wieder überschritten. Hat wohl nicht geklappt, das Update von ihnen.
Ich bin schon wieder gefühlt, wird das nicht mehr schlechter an dem Punkt. Mal gucken, irgendwann wird es schlechter, wenn wir wirklich auf Max-Stack sind. Ab danach wird, also wenn wir alle Debuffs auf Max sozusagen instant bringen, wenn wir so viel machen würden, ich denke, dann würden wir irgendwann an den Punkt kommen, maybe, aber keine Ahnung. Dass wir wieder abnehmen, aber das könnte ewig dauern. Ich habe lange nicht mehr drauf geguckt. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Debuffs die instant haben. Weil es ist halt immer schwer zu sehen, weil es sind ja 20.000 Bosse gleichzeitig, ne? Und man sieht die Debuffs ja gar nicht. Erst wenn nur noch einer oder zwei leben, sieht man die Debuffs. Wir müssen mal gucken, ob da überhaupt die schon auf 1000 Max sind oder nicht. Ich habe das Gefühl, die sind, glaube ich, noch nicht mal wirklich auf Max. Und wir haben ja immer noch Wound nicht. Das ist das Witzigste. Also, wie gesagt, eins unserer wichtigsten Augments hier sozusagen. Einer der wichtigsten Upgrades. Das haben wir gar nicht. Das ist absolut insane für jeden Chaos-Build. Mal gucken, ob das noch kommt irgendwann. Nee, das ist nicht mal ansatzweise. Oh, by the way, ich sehe da Sachen über 1000. Ich glaube, 1000er Cap gibt's nicht. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Ich war der Meinung, ich habe da gerade Feuer über 1000 gesehen. Bin aber nicht sicher. Aber die meisten Sachen sind nicht auf 1000. So viel ist sicher. Damage Traversed, Multicast Traversed. Multicast ist immer besser für On. Cast Frequency nehmen wir immer gerne mit. Damage für Physical, ja, warum nicht? Einfach gut. Nehmen wir auch. Diese Sachen einzusammeln ist gar nicht so einfach, ey. Weil über dieser eine Run hier würde der den kompletten Skilltree fertig machen, glaube ich, wenn man von null gestartet wäre. Das sind so viele, ich meine, was für Ressourcen ich hier am Ende kriege, ist ja völlige Insanity, ne? Also das Traurige ist, du kannst damit nichts machen, von daher hilft's nichts. Ist schon alles fertig. Nee, die Stacks gehen immer noch ewig nach oben. Oh Mann. Ich glaube, wir haben für immer zu tun. Sollten die erst nehmen, das haben wir ja eben gelernt. Movement Speed ist bestimmt gut. Oh, ich bin falsch rausgegangen. What? Das ist in mir gespawnt. Was? Was soll das denn? Na gut, ich glaube, es wäre für immer weitergegangen. Von daher wäre es eh relativ spaßlos gewesen für den Rest des Videos. Ja, Endless 10 geschafft, glaube ich zumindest, ne? Das war Endless 10. Wir hätten endlos weitermachen können, glaube ich. Von daher, ich habe so das Gefühl, das System ist immer noch nicht so ganz ausgedingert. Wir haben super viele Achievements natürlich gemacht. Das sind nur drei, lustigerweise. Prestige 50 und die beiden, ich glaube, es sind noch mehr gewesen. Naja, es waren mehr. Es waren 5, 6 Achievements, glaube ich. Most Damage von den Missiles. Hier seht ihr ja alles, was ihr wissen müsst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sollte ein kurzes Video werden. Tut mir leid, dass es so lange wurde. Aber durch meine Inkompetenz, weil ich in das blaue Portal gelaufen bin, haben wir es ja immerhin noch ansatzweise in Grenzen zeitlich gehalten. Ja, ist immer noch nicht ganz ausgereift. Sieht man, glaube ich. Es ist einfach zu einfach in einer gewissen Hinsicht, ne? Ich meine, der Run war jetzt am Anfang zwar ein bisschen haarig, aber ich glaube, wir hätten hier praktisch für immer weitermachen können. Von daher, nee. Ich fürchte, da müssen Sie immer noch ein bisschen dran arbeiten. Danke fürs Zuschauen, habt einen schönen und bis bald.